Burger gehen ja bekanntlich immer und genau das möchte ich euch in diesem Rezeptvideo gerne zeigen. Und zwar einen Veggio-Burger mit Apfel, Guacamole und den eigenen selbst hergestellten Buns. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind jetzt auch schon die Zutaten, die wir brauchen für den Veggio Burger. Im Hintergrund seht ihr schon, das ist Bacon vom bunten Benthaber, natürlich von Gavinat, eine Avocado, eine Limette, Burger Patties, in dem Fall jetzt hier Veggio Dry Edge Burger Patties von der Veggio Bude, Chipotle, Sherry Chipotle brauchen wir, Finisher Salz, ein paar Äpfel, ein bisschen Cheddar Käse, dann brauchen wir Tomaten, Frühlingszwiebeln und natürlich Hamburger Brötchen. Das sind Hamburger Brötchen, die ich jetzt selbst gemacht habe, das sind Finisher. Buns verlinke ich euch unten in der Infobeschreibung, aber wir machen jetzt erstmal eine Guacamole. Als erstes, was wir natürlich machen, und zwar die Avocado, müssen wir erstmal den Kern herausschneiden, dazu mit einem scharfen Messer bis zum Kern, einmal komplett drumherum, so gut wie es geht natürlich, und dann, wenn ihr einmal komplett drumherum seid, das ist jetzt hier in dem Fall, einfach nur einmal kurz aufdrehen, dann habt ihr hier einen Kern drin und den Kern, den kriegt man ganz einfach raus mit einem scharfen Messer. Hinten auf den Kern drauf, ein, zweimal drehen und dann habt dann los. Und ich löse jetzt erstmal die Avocado. Als nächstes müssen wir logischerweise das Fruchtfleisch hier rausnehmen. Dazu einfach einen ganz normalen Esslöffel nehmen. Komplett einmal hier drumherum das Fruchtfleisch herauslösen. Komplett an der Schale entlang. Und dann habt ihr da noch so ein bisschen drin, das könnt ihr rauskratzen. Aber mir ist es jetzt erstmal wichtig, dass ihr das Fruchtfleisch da rausgeholt habt. Und das zerdrücken wir jetzt einfach mit der Gabel, bevor es zur nächsten Zutat kommt. Als nächstes kommt dann ein bisschen Limettensaft mit rein. Dann nehme ich jetzt den Saft von einer halben Limette, drücke das Ganze halt richtig stark durch, menge das nochmal durch. Und dann muss es natürlich noch gewürzt werden. Limettensaft ist jetzt drin, was ich jetzt mache, und zwar ein ganz kleines bisschen Salz reinmachen, in dem Fall Finisher Salz. Verrühre das Ganze jetzt nochmal, stelle es dann erstmal beiseite, bevor es dann zu den Tomaten kommt. Nächstes kommen, wie gesagt, die Tomaten dran, die vierteln wir ganz einfach. Dazu ein scharfes Messer zur Hand nehmen, ist halt klar. Ich lege das meiste mal auf den Boden, viertel die dann jetzt, und dann habt ihr ja noch sicherlich den Löffel zur Hand, denn das hier, das brauchen wir nämlich gar nicht. Das heißt, dieses Fruchtfleisch selbst, das löse ich jetzt aus und dann schneiden wir die Tomate gleich klein. Tomaten sind klein geschnitten, kommen dann jetzt mit in die Avocado mit rein und dann wird dann alles nochmal richtig ordentlich durchgemengt. Fast hätte ich vergessen, euch die Frühlingszwiebeln zu zeigen. Und zwar, die sind jetzt in Halbringe geschnitten, die mischen wir natürlich auch drunter. Damit wäre die Guacamole jetzt eigentlich fertig. Ihr könnt es natürlich nach eigenem Gusto noch ein bisschen würzen, das heißt mit Salz, mit Pfeffer. Wenn euch das ein bisschen zu viel Limettensaft ist, noch ein bisschen Zucker mit rein. Aber das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal einen Burger zusammen. Wir brauchen ja noch einen Belag für den Hamburger oben drüber. Und zwar habe ich jetzt hier so einen Apfelausstecher, damit ich das Kerngehäuse oder das Kerninnere halt wirklich raussteche. Dazu halt einfach hier oben so ein bisschen hin und her und halt wirklich komplett bis nach unten durchstechen. Und dann habt ihr dann halt auch wirklich die kompletten Kerne da raus. Ich zeige euch das einmal komplett durch. Ja, das bereite ich jetzt mal vor. Und mache dann erstmal Ringe raus. Was ich jetzt natürlich mache oder machen muss, es sind halt natürlich gleich dicke Scheiben vom Apfel hier runterschneiden. Dazu halt einfach mit einem scharfen Messer komplett hier einmal runterschneiden. Dann habt ihr hier so Scheiben. Was ich dann noch mache, und zwar, ihr habt vorhin das Sherry Chipotle gesehen, da streue ich jetzt halt pro Scheibe so ein bisschen hier drüber. Dreh das um, ja, und dann sehen wir uns jetzt gleich im Grill wieder. Den Grill habe ich jetzt vorbereitet mit starker indirekter Hitze. Das heißt, auf der linken Seite habe ich Holzkohle reingemacht. Und was ich jetzt mache, und zwar habe ich jetzt hier den Deckel von Petromax vom K8. Den lege ich jetzt hier direkt drüber und lasse diesen erstmal richtig Hitze bekommen. Als erstes erstmal mache, und zwar den Bacon richtig ordentlich knusprig anbraten. Dazu, ja, wie gesagt, darauf achten, dass der Deckel oder die Sizzle-Platte, die ihr da jetzt gerade benutzt, halt richtig viel Hitze habt, so wie jetzt hier in dem Fall. Das mache ich jetzt erstmal mit allen Bacon-Scheiben. Ja, und dann können wir, glaube ich, zur nächsten Zutat kommen. Als nächstes, was wir dann nach dem Bacon machen, und zwar die Apfelscheiben schön angrillen. Dazu halt ja einfach die Platte weiter benutzen und ja die Apfelscheiben pro Seite, sag jetzt mal maximal eine Minute, richtig schön angrillen. So, ich habe es jetzt einmal gewendet und ja, ist für meine Begriffe jetzt halt genug. Nehme ich jetzt vom Grill runter und ja, dann zeige ich euch jetzt erstmal, was wir mit dem Käse machen.
Seht schon, auf der linken Seite ist der Bacon schön klein gebröselt. Auf der rechten Seite seht ihr schon den Cheddar. Den habe ich in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen gerieben. Was ich jetzt halt mache, und zwar, ich mische jetzt alles so miteinander durch, dass dann, ich sage jetzt mal, der Bacon überall mit dem Käse verbunden ist. Und das gibt dann ein richtig schönes Topping gleich für den Burger. Was ich jetzt schon mal gemacht habe, und zwar die Hamburgerbrötchen aufgeschnitten. Denn die müssen nämlich auch angetoastet werden. Dazu eignet sich die Platte von Petromax wirklich hervorragend. Wie gesagt, die röste ich jetzt erstmal an. Ja, und dann kommen wir gleich zum Hamburger Patty. Hamburgerbrötchen sind jetzt angebraten oder beziehungsweise angetoastet. Und was wir jetzt machen, auf dem Deckel von der Petromax jetzt die Burger Patties auch nochmal richtig schön angrillen. Das mache ich jetzt pro Seite, ich sage jetzt mal eine Minute, und dann kommt da gleich nochmal hinzu. Knappe Minute ist rum. Ich drehe das jetzt nochmal um. Und zwar habe ich mich jetzt dafür entschieden, die hier drauf zu grillen. Das hat nämlich folgenden Grund, und zwar hat das nämlich den Fettbrand an sich. Ne? Das heißt, ihr müsst das dann natürlich über direkter Hitze grillen, und somit kommt dann kein Fett in die Glut rein, und somit habt ihr dann auch keinen Fettbrand. Ist jetzt auch von der anderen Seite richtig schön angegrillt. Jetzt lege ich sie in den indirekten Bereich. Und dann kommt dann halt ein bisschen Käse drüber. Das mache ich nämlich jetzt genau. Den Käse hatte ich euch ja gezeigt, mit Bacon zusammengemischt. Beziehungsweise erst eine Apfelscheibe obendrauf. Das hatte ich nämlich auch fast vergessen. Eine Apfelscheibe obendrauf. Und jetzt kommt, wie gesagt, der Bacon mit dem Käse oben drüber. Richtig schön ordentlich, weil der Käse, der verteilt sich so oder so. Das mache ich jetzt hier, und dann lasse ich die Patties halt, ich sage jetzt mal, für gute 10 Minuten nochmal den indirekten Bereich ziehen. Dann hole ich euch nochmal hinzu. 10 Minuten sind jetzt rum. Wir schauen jetzt mal nach. Sehen die nicht toll aus? Die nehme ich jetzt vom Grill runter hier, und dann heißt es Burger zusammenbauen. Erstmal einen Burger-Bun beiseite machen, die Guacamole großzügig unten verteilen, ruhig den Bun festhalten und ordentlich beschmieren. Vorne könnt ihr noch ein bisschen und hinten noch ein bisschen. Das heißt immer so, dass ihr einen Esslöffel drauf habt, weil der Patty selber ist halt sehr, sehr fettig. Darauf kommt jetzt der Patty. Und dann war es das auch schon. Das heißt, kommt jetzt nur noch der Deckel drauf. Ja, und damit ist der Veggio Burger auch schon fertig. Ja, das war er, der Veggio Burger mit Guacamole und gegrillten Apfel. Und wie ihr selbst gesehen habt, relativ einfach mit den Zutaten selbst. Für die genauen Mengenangaben schaut einfach auf tobiasgrill.de nach. Da findet ihr die genauen Mengenangaben, was ihr dafür alles genau benötigt. Kommen wir zum Ende zu diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von dem Video. Und für weitere Tipps und Tricks oder genau diesem Rezept, schaut auf tobiasgrill.de nach.